Willkommen zurück zu Alundra. Ja, Leute, wir wurden jetzt ganz unvermittelt in einen Bosskampf reingeworfen. Wow, und das Ding ist scheinbar gepanzert. Lass mich raten, nur die Fratze vorne hier in dem Schaden. Gott, erstmal die treffen. Wow. Okay, okay, du Vieh. Komm mal her. Halt an. Danke. Ey, das gibt's nicht. Nein. Die Frage ist, zählt das? Ich kann's nur hoffen. Ah, das Vieh. Ah. Ah, ich kann dir die Rüstung wegklopfen. Alles klar. Ja. Spuck Geld aus. Warum auch nicht? Nee. Erdrolle werde ich mal nicht verwenden. Erst wenn das Ding hier seine ganze Panzerung verloren hat. Darf ich uns zur Abwechslung wieder treffen? Meine Kräuter sind weg. Okay, okay. Ich muss schon vor diesem Schwanzschlag aufpassen. Weg. Ich muss schon draufhalten, wenn es sich gerade bewegt. Oh, nein. Mal stillhalten? Ich kenne das aus anderen Spielen. Ich traue dem Spiel hier zu. Was kackst denn du da aus? Komm, lass mich das Ding da hinten treffen. Warte, zieht das Schwert mehr ab. Auf jeden Fall habe ich mit dem Stab mehr Reichweite. Okay, den Schwanz kann ich wohl nicht. Ja, den Schwanz kann ich nicht verletzen. Erdrolle. Komm. Aber nochmal auf die Erdrolle. Jetzt schon mal nochmal Magie. Wut! Das Ding heilt sich! Okay. Ist das mit einem Schlag auf die Rüstung wieder ab? Das ist gut. Glaube ich zumindest. Komm schon, das eine Ding da unten noch. Yes. Das Erdrolle. Brust ist weg! Weil es so schön war. So, nochmal hinterher. Ich kann nur hoffen, dass das Ding dadurch irgendwie auch Schaden nimmt. Ja, das war wirklich ein Treffer, glaube ich. Pluspunkt für das Schwert, ey. Wow. Jetzt nimmt das Vieh sich. Oh Gott. Okay, dann komm her. Scheiß Vieh. Okay, du Mistvieh. Springen bin ich aber schneller. Aha. Okay.
War vielleicht ein Fehler, meine ganzen Magien so schon rauszupulvern. Aber, ja. Im Moment zeigt das Ding nicht gerade aggressiv. Naja, ja, so ist das ja. Ja, halt erstmal Strategie blicken. Ah, falsch, oder? Ne, aber beim Schwanzschlag ist es unverwundbar, wie es aussieht. Das heißt, meine Erdrolle hat vorhin vielleicht gar nicht getroffen. Fuck. Okay. Ah, lauf bitte nochmal eine Schlaufe hier. Dann haut meine nämlich das Schwert mehr weg. Mit einem schönen Panzer. So. Gibt's wieder aufs Maul. Oh, ich habe am Anfang echt Panik vor dem Ding geschoben, aber. Wo will man hin? Falsche Richtung. Zur Not, ich habe noch einen Stärketrank. Den werde ich jetzt nochmal ausrüsten. Ah, ich hätte mir die Magie. Den Magietrank vielleicht. Für den Wasserzauber aufheben sollen. Der heilt ja. Gut, was sagt uns das? Ich sollte nicht so auf möglichst viel Schaden gehen bei den Bossen, sondern einfach erstmal gucken, wie er überhaupt funktioniert. Hm? Und das war's auch schon. Ja, easy Boss. Der war echt easy. Goodbye. Aber cool designed. Der Leichenwurm wurde besiegt. Oh yeah, baby. Damit ist Magiska endlich abgeschlossen. Welch ekelhaftes Gebiet. Ja, du bist wahrlich der Erlöser. Hm? Hm? Wer spricht da? Ach. Wieder einer von Lars Truppe. Mhm. Wie spricht man das? Urna? Ich bin Urna. Oh, weiblich. Ich bin Urna, Königin des Lebens und des Todes und eine der sieben Wächter. Die Murk haben das Wappen bereits gestohlen. Mein Diener hat dich aus Versehen angegriffen. Murk haben auch diesen Wurm niedergerungen, das will ich sehen. Bitte entschuldige, wir wollten dir nichts tun. Geh nun, Erlöser, hol das Wappen und zerstöre Melsas. Du bist die letzte Hoffnung für dieses Land. Ohne dich wird die Menschheit aussterben. Du schaust in die Kiste, in der Hoffnung, etwas zu finden, was übersehen wurde. Aber leider ist sie leer. Schon das zweite oder dritte Wappen, wo sich die Murk gekrallt haben. Klasse. Windschriftrolle erhalten. Mhm. An diesem Ort versammeln sich die verlorenen Seelen, um auf die Ewigkeit zu warten. Kein Ort für die Lebenden. Ich werde dich zu ihnen zurückbringen. Auf Wiedersehen, Erlöser. Ah, mir fällt gerade ein Stein vom Herzen, dass mal Güska vorbei ist. Okay, ich bin wieder hier. Hallo, Alandra. Seit wann bist du zurück? Hm. Das könnte dich interessieren. Meyer hat mir etwas erzählt. Sie meint, sie weiß, warum die Dorfbewohner diese Albträume haben. Ronan hat statt der Götter eine dunkle Macht angebetet. Okay.
Wenn das stimmt, dann sind wir in großer Gefahr. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Alandra, wir treffen uns an der heiligen Stätte. Wir müssen unbedingt mit Ronan drüber reden. Ja. Entschuldigung. So, erstmal speichern. Speichern, unbedingt. So, na dann. Adieu, Magiska. Ich hoffe, ich hab da drin alles. So, okay. Ronan hat scheinbar die dunklen Mächte angebetet. Kommt ein bisschen plötzlich. War das nicht Giles' bester Freund? Haben wir doch gesagt. Heißt das, der hat auch zu einem Dämon gebetet, oder wie? Ohne es zu wissen? Keine Ahnung. Moment, das hätte ich mal lesen sollen. Nein, warte. Du sollst ihn fühlen. Achso, hat er wieder einen Albtraum? Nimm meine Hand, Alandra. Okay, neuer Albtraum von Sybil. Was zeigt uns diesmal? Okay, wir gehen in ein großes Anwesen. Du musst Jess bitten. Nein, du musst von Jess verlangen, dass er ein neues Schwert macht. Ich möchte nicht sterben, Alandra. Ich will leben. Am liebsten ewig. Das kannst du abschmecken. Ewig ist nichts. Aber das Böse zu besiegen ist wichtiger als Leben. Auch für mich. Jess bitten, ein neues Schwert zu machen. Hatten wir die Szene nicht schon mal? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist das heilige Schwert. Ich habe angefangen daran zu arbeiten, kurz nachdem Luthas gestorben ist. Mit dieser Waffe, Alandra, kannst du uns den Frieden zurückbringen. Dann ist Luthas nicht vergebens gestorben. Das kommt mir sehr bekannt vor irgendwie. Danach kam, glaube ich, noch so eine Szene, die über das verlassene oder verwüstete Dorf ging. Eine Kamerafahrt. Jetzt ist es passiert. Ich fasse es nicht, dass sie nicht auf mich gehört haben. Dummköpfe, merkt ihr jetzt, wie machtlos ihr seid? Stirb! Kämpfst gegen die dunklen Mächte des Bösen, mit großem Risiko für Leib und Leben. Merkwürdigerweise versucht niemand, dich aufzuhalten. Mal abgesehen von den hunderten Dämonen, die ich pro Dungeon niedermähe. Wenn du kämpfst, denn du kämpfst für alle. Du fürchtest dich nicht, aber du willst auf jeden Fall siegen. Ich nenne mich Daredevil. Ich bin der Mann ohne Furcht. Oh yeah. Ah, gut. Die Türen stehen auch wieder überall offen. Na dann, mal rumhören, was es Neues gibt, hä? Hey, Alandra. Manche von den Erwachsenen sagen, dass du für alles hier verantwortlich bist. Ja, Giles zum Beispiel. Aber, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dafür bist du viel zu cool. Ja, wenn du meinst. Ja, hast du sicher recht. Genau. Man sagt, du willst das Dorf verlassen. Das ist doch nicht wahr, oder, Alandra? Du würdest uns doch nicht verlassen, oder? Ach, nur um ein paar Dungeons zu cleanen. Ja, komm schon wieder. So, jetzt mal gucken, wie es Giles geht.
Warum wollen die Götter uns umbringen? Warum werden wir mit dem Tode bestraft? Giles, hallo? Bist du zu Hause? Ach, vielleicht ist er oben bei der Kirche. Kann ja sein, dass er bei seinem besten Freund abhängt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo Maya zu finden ist, ich versuch's mal bei der Alten da unten. Da hieß es ja, ist er untergekommen. War, glaube ich, hier. Du hast mit Septimus gesprochen? Es ist wirklich wahr. Ronan glaubt, dass er die Götter anbetet, aber er unterliegt einer Täuschung. Er betet genau das Böse an, vor dem uns die Götter retten sollen. Geh, dir selbst, Ronan, ist bestimmt in der heiligen Stätte. Und wie bist du dahinter gekommen? Wenn selbst Ronan glaubt, er betet die Richtigen an, wie bist dann du dahinter gestiegen? Nicht, dass wir jetzt hier... ja... einen Gottesgläubigen was Falsches vorwerfen. Nur weil sie es sagt. Moment, wo ging's noch mal raus? Da ging's raus. Aber Moment, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch ein paar Kräuter wieder kaufen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Deswegen, ich würde mal sagen, schnell das hier am besten raus. Oder? Ne, wisst ihr was? Wir gehen jetzt so zu Ronan hoch. Ah, und hoffen einfach mal, dass die Kirche nicht direkt der nächste Dungeon ist. Wenn doch, habe ich halt Pech. Und wenn nicht, dann... ja, machen wir vielleicht noch einen kürzeren Part oder so und dann werde ich mal auf Steam wieder nachkaufen. Ja, es geht nicht auf. Wahrscheinlich von innen verschlossen. Tja, und jetzt? Das ist ein unerwartetes Hindernis. Wir haben wohl keine Wahl. Warte. Vielleicht kommen wir doch hinein. Vielleicht könnten wir über die oberen Fenster einsteigen. Allerdings halte ich Einbrechen für eine sehr drastische Methode. Die ewige Verdammnis ist uns deswegen wahrscheinlich sicher, oder, Alandra? Hey, wir machen es aus gutem Grund. Von daher, ja, wenn dir nichts Besseres einfällt, klettere an der hinteren Mauer hoch. Kümmere dich dann um das Fenster. Okay, an der hinteren Mauer. Würde ich mal sagen, ich gehe... ich schaue erstmal hier auf dem Grundstück, ob es da was an der hinteren Mauer gibt. Ah, die wollten, dass ich da hinten herkomme. Und dann von hier oben wahrscheinlich irgendwo runterfall. Okay. Das heißt, ich komme dann von da wahrscheinlich aufs Dach. Kann irgendwie oben drauf. Ja, na gut. Probieren wir es. Eine Kirche an sich waren wir schon mal. Das sind nur ein paar Räume. Ah, aber die Oberweltmusik hier ist wirklich gut. Da. Ich sehe schon. Ist mir, glaube ich, vorher auch noch nie aufgefallen. So, dann kann ich hier natürlich nicht springen. Genau. Und damit bringt mir das hier genau was?
Jetzt würde sich doch eigentlich aufgehen hier. Aber ich komme hier nicht runter. Ja. Dann mal gucken, ob es da weiter rechts noch einen Weg nach oben gibt. Aber hier komme ich nicht hoch, nee. Wäre auch so schön gewesen. Können wir nicht einfach hier ein Fenster einschlagen oder so? Oder Moment. Kann ich hier vielleicht... Nein. Hier drauf springen geht auch nicht. Was ist mit den Dingen auf sich? Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Man hat schon öfter gesehen. So. Dann mal gucken, ob hier irgendwo was geht. Hier irgendwo an die Kirche rankommen? Okay, hier kann ich in den Busch rein. Warum denn das? Aber sonst tut sich ja nichts. Ich kann nicht nach oben oder unten. Oh. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich bin hier falsch. Weil hier oben ist wieder Sackgasse. Ja, ich bin gerade leicht überfragt. Mein Gott, ist ja gut. Geh dich im Blobs. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Na gut, dann muss es doch wohl irgendwie bei der Kirche weitergehen. Vielleicht hat der hier noch einen Tipp. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht mit Dronern. Vielleicht hast du noch nicht begriffen, mein Freund. Er war schon immer verbittert, humorlos und unmenschlich. Ich mag sowas. Glaube ich dir gern. Hilft mir aber nicht sonderlich weiter. Okay, hat jetzt lang geladen. Hier waren wir schon mal drin. Selbst wenn... Ja, hier können wir nichts machen. W-Tag. Die Nacht war die geboren. Dunkelheit. Glühen. Ewig. Boah, es ist zu verstaubt, um es zu entziffern. Soll Alandra es sauber machen? Ja, klar, mach mal. Wenn sich der Tag aus den Schatten erhebt, wird die Nacht erhellt. Diejenigen, die aus der Dunkelheit kommen, werden im warmen Licht der Ewigkeit zugrunde gehen. Hilft mir nicht sonderlich weiter, weil ich habe nichts, was hier groß Feuer macht und die Dinger anzünden könnte. Das heißt, ich muss hier noch irgendetwas übersehen. Ich kann auf die Grabsteine springen und der Sprung reicht? Hast du das Fenster gefunden, Alandra? Gut. Jetzt musst du nur noch einschlagen. Viel Glück, mein Freund. Sonst. Na gut, ja gut, hier sieht man, dass das nicht so hoch ist, aber trotzdem, ich hätte nie gedacht, dass der Sprung über den Grabstein funktioniert. Einschlagen, okay. Morgenstern!
Okay. Ja? Das nennt man unauffälliges Einbrechen, Alandra. Ha. Ein schöner Knall. Quizfrage, wo ist Ronan? Ich weiß, es gab ja, glaube ich, noch ein paar Schalter und Kisten, die wir nicht erreichen konnten. Da können wir noch mal kurz drüber schauen. Also hier gibt es scheinbar nichts. Können wir so festhalten. Hm. Alandra, Alandra, wenn du da drin bist, komm nach vorne und öffne die Tür. Nein, ich wollte noch auf die andere Seite. Okay, dann halt nicht. Ich suche bei den Älteren nach etwas Ungewöhnlichem. Okay, wenn er schon hier sucht, dann wird hier nichts sein. Na, was gefunden? Hm, Ronan wohnt oben. Schau dich dort um, Alandra. Ja, okay. Dann tun wir das. Wobei... Ah, hier ist zu. Da vielleicht einen Pfeil rüber schicken. Ja, ich kann. Mhm, mhm. Irgendwo versteckter Schalter oder so. Zwischen den beiden Bänden gibt es eine kleine Lücke. Die ich bestimmt was einsetzen muss. Auch hier ist eine Lücke. Das heißt, erstmal das Ding finden, was ich hier einsetzen kann. So. Genau, hier gab es noch was, aber mir ist jetzt auch zu. Ich sehe schon, das wird hier wieder ein kleiner Rätselabschnitt, aber zur Abwechslung ohne Gegner oder Sprungpassagen. Das freut mich sogar irgendwie. Gut, dann kriegt die Kirche also auch mal ihren Sinn. Schön, komme ich jetzt an diesem Ding ran. Pfeil geht durch. Bombe hochwerfen ist auch nix. Verstehen. Kann ich ihn eigentlich nochmal verschieben? Nee, ich wollte eigentlich... Nochmal kurz raus. Ah,
Also, wir können schon mal festhalten, die Stühle hier müssen wohl auf die Bodenplatten. Ja. Nur dich kann ich nicht nach links, nach rechts schieben. Und ich kann da auch nicht drauf springen, obwohl es von der Höhe eigentlich gehen würde. Den Schalter kann ich aus irgendeinem Grund auch nicht betätigen. Nach oben schieben. Bringt's das? Ich kann es nur nach oben schieben. Muss ja jetzt halt irgendwas gehen mit meinen neuen Ausrüstungsgegenständen. Ah. Sehen wir uns noch mal kurz den Windzauber an. Ui, okay. Nett. Aber wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt hier mal kurz Schluss. Ich überlege mir, was man hier noch machen könnte. Oder wir sehen uns einfach beim nächsten Mal weiter in der Kirche um. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ins Dorf zurückgehen, eine Runde shoppen gehen, also Vorräte auffüllen. Wohin gehst du, Alandra? Du kannst jetzt nicht aufgeben. Komm wieder zurück. Oder auch nicht. Gut, Leute, dann eben das nächste Mal weiter hier. Bis dann und ciao.